Hallo, grüß euch. Ich habe euch ja gesagt, ich sehe die Welt eigentlich oder etwas anders als andere, sehe ich nur Energieströme, die entweder zusammenfließen oder voneinander wegfließen. Ich sehe immer nur Ströme von Energien, die sich sehr anziehen, so dass sie fast identisch sind. Und dann sehe ich Ströme, die so unterschiedlich sind, dass sie weit voneinander wegdriften. Und dann überlegte ich weiter, was so passiert, wenn ich es mit einer sehr hochkarätigen, sprich hochschwingenden Kraft zu tun habe. Was hat sie wohl für eine Eigenschaft? Sie ist glühend weiß. Sie ist glühend heiß. Und zwar so, dass in ihr jeder Unrat, jeder Ballast, jede Verschmutzung, jede Verunreinigung sofort verglüht. Das kann uns ja nun nicht neu sein. Wir wissen, dass wenn was weiß ich was, Asteroidensplitter, Müll oder so etwas auf die Erde fällt, es in unserer Erdatmosphäre verglüht. Das ist unser Schutzschild hier auf der Erde. Wieso sollte das im Jenseits anders sein? Dafür gibt es keine Begründung. Und wenn ich mir das Leben hier so ansehe und dann gucke ich mir an, was alles mit mir zu tun hat, dann scheint das so zu sein, dass das etwas ist, was in meinem Energiestrom eine Entsprechung hat. Und die einzige Möglichkeit, mich davon zu reinigen, ist, dass mein eigener Energiefluss, die eigene Energieströmung, das eigene Licht sozusagen so hell ist und auch gleichzeitig so heiß, dass jede Verunreinigung darin sofort verglüht, sofort verbrennt, sofort verschmilzt mit etwas sehr Hochkarätigem. Und diese Aufgabe liegt bei mir, in meinem Energiestrom. Bei dir liegt sie in deinem. Ich fand das irgendwie ganz drollig, als ich habe ja nun meine Filme und so etwas, aber ich kann es natürlich auch nicht lassen, zu irgendwelchen anderen Sachen noch meinen Senf dazu zu geben, was andere dann auch gar nicht wissen wollen. Das ist so, klar, muss ich mir dann selber auch wohl mal gefallen lassen, dass einige danach gar nicht gefragt haben. Und es gibt immer ein paar Kommentare oder es gibt ein paar Beiträge, wo ich dann denke, na gut, dann schreibe ich halt so meine Vorschläge oder besser gesagt so meine Gedanken dazu dann auch noch da an als Kommentar. Und dann hat einer gesagt, das ist interessant, was du sagst. Und dann habe ich auch gleich, und dann hat er mir dann noch hat mir dann ein Chat vorgeschlagen, der dann und dann stattfindet und noch eine Live-Diskussion. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Da dachte ich, wieso sollte mir das weiterhelfen? Was ich hier sage, ist nicht mehr und nicht weniger als das. Sämtliche Antworten, die du für dein eigenes Leben suchst, liegen bei dir. An dir liegt es, das freizulegen, dass dir die Antworten wieder offenbar werden. Wenn du irgendwo was nicht weißt oder etwas oder auch völlig orientierungslos bist, wirklich hilflos bist und sagst, wie soll es denn jetzt weitergehen? Die Antwort liegt deshalb in dir, weil die Lösung in dir liegt und die kriegst du freigelegt durch eine hellere Schwingung. Aber eine hellere Schwingung ist nicht einfach mal eben so ein Klang wie von einer Klangschale, sondern eine helle Schwingung ist glühend heiß. Und in ihr verbrennt jeder Unrat, jeder Ballast und jede Belästigung und was weiß ich was alles. Und das sind einige Minuten der eigenen Entwicklung, die im Klartext höllisch ungemütlich sind. Die ganzen Verunreinigungen in deinem Leben, die ganzen Belastungen in deinem Leben haben mit dir zu tun, weil sie nämlich mit dir identisch sind. Das heißt, sie sind in deinem Energiestrom. Und da müssen sie weg. Und das kriegt man nun mal nicht auf einer Art Wohlfühlpassage. Natürlich können wir auch eine Inkarnation wählen oder wir können natürlich auch einen Weg wählen,
der, sagen wir mal, das, wo das alles ein bisschen langsamer geht, oh Gott, das ist total geil, wo das alles ein bisschen langsamer geht, wo das ein bisschen geruhsamer geht. Zigar, Zigar, ganz ruhig. Aber dann ist es auch gleichzeitig sehr langwierig und es ist auch gleichzeitig von der Zeit her, es dehnt sich alles unendlich langsam. Und zwar so, dass es uns fast ereignislos erscheint. Dass sich da, das verzieht sich so unmerklich, dass wir das gar nicht mitkriegen. Und es kann manchmal auch ganz schön langweilig sein. Dabei ist in uns eine ganze Menge los. Das ist fast mit einem Wachstum eines Kindes vergleichbar. Als du 8 Jahre alt warst, warst du noch relativ körperlich klein. 3 Jahre später, 4 Jahre später warst du schon etwas größer geworden, aber du hast das gar nicht mitgekriegt, dass du in die Höhe geschossen bist. Das hast du gar nicht mitgekriegt, aber du bist einfach unmerklich gewachsen. Auch diesen Weg gibt es, dass man dann ein Leben hat, was fast ereignislos ist, aber gleichzeitig doch innere Umwandlungen hat, die ganz unmerklich vonstatten gehen. Auf einmal ist es dann fertig. Aber dann sagen wir, das ist zu ereignislos, das ist zu langweilig, da fehlt doch irgendwie die Action. Na gut, drehen wir das Tempo auf und dann geht's los. Dann ereilt uns das Leben. Und jetzt müssen wir alles in eine Harmonie bringen. Nee, und manchmal wissen wir gar nicht, wo unser Kopf steht, weil von überall her kommt etwas. Und in allem müssen wir versuchen, das in eine Ausgleichung zu bringen, in Harmonie zu bringen. Dass das sich ineinander wahllos ineinander kracht. Und das ist in deinem Leben deine Aufgabe. Die kann keiner für dich übernehmen. Es hatte was mit unserem Widerwillen zu tun, das Leben so zu betrachten. Es hatte was mit unserem Widerwillen zu tun. Wir wollten, wir dachten, wir könnten den anderen, indem wir die anderen verprügeln, uns selber freikriegen. Das ist ein ziemlich vorsintflutliches Denken. Keine Frage. Aber es schien uns so. Und es war so praktisch. Besonders wenn wir stärker waren als die anderen. Dann war das toll. Also das war richtig prima. Ich habe eine dufte Zeit, indem ich alle anderen verprügelt, bin dann also von allen der Star und kann mich da also im Ruhm der anderen sonnen. Vorausgesetzt, ich bin Boxchampion oder sowas. Tolle Idee, aber kann mir jemand sagen, wo der Sinn darin besteht, einen anderen zu verprügeln, wenn es auch darum geht, sich innerlich zu wandeln und zu reinigen, was nur jeder bei sich selber tun kann? Du musst die Blockaden in deinem Leben freikriegen. Gesetzt den Fall, du bist nicht ganz so klug, ganz so schön, ganz so begabt, was weiß ich, schnittig, keine Ahnung, was du sein willst. So reich, so sorglos mit allem drum und dran. Das hast du noch nicht, dann musst du dafür sorgen, dass deine Energieströme frei werden. Und das kann, wie gesagt, keiner für dich übernehmen. Alle anderen können, ich sage es schon zum 100. Mal, glaube ich, nur eine Inspiration sein. Und wenn mir dann jemand schreibt, guck mal danach, vielleicht hilft dir das dann ja weiter, dann ist das relativ idiotisch, jemand zu sagen, von dem, der nur gerade sagt, du kannst deine eigene Energieströme reinigen und suchst dir Inspiration, Inspiration, Inspiration. Dann braucht mich keine Hilfe mehr, aber Inspirationen sind immer klasse. Vorausgesetzt, sie bringen dich nicht wieder völlig in Konfusion. Allzu viel ist ungesund. Nur weil ich das eine bevorzuge und das andere, sagen wir mal, eher jetzt dich mag, heißt das nicht, dass das andere schlecht ist. Es heißt nur, dass ich dafür noch keine Empfänglichkeit habe, aber wenn der Grundgedanke in mir der ist, meine Energieströme werden wieder frei, die reinige ich von all dem ganzen Mist, der hier rumlungerte, dann ist das eine Willenserklärung und zwar an sich selbst. Ich selber will eine freie Energieströmung haben und ich will vor allen Dingen nicht, dass mir da irgendjemand reinspuckt. Punkt. Also sorge ich dafür, dass ich keine Empfänglichkeit mehr dafür habe, dass mir da irgendjemand reinspuckt. Und damit bin ich von allem anderen frei. Es klingt leichter, als es sich anhört.
Nein, ja, es klingt leichter, als es dann ist, es war so rum. Also, es klingt, also sag mal, es hört sich schöner an, als es dann in der Umsetzung, in der Praxis dann auch wirklich ist. Denn da beginnen die Schwierigkeiten. Und alles ist eine Reflexion auf dich selbst. Ja. Ich weiß nicht, wir haben es noch nicht raus, weil es zu wenig Menschen raus haben, sich selbst und allen anderen das Leben leichter zu machen, weil sie noch nicht wissen, worin der Wert eigentlich daran bestehen sollte, dass man den anderen das Leben leichter macht. Ganz einfach deshalb, weil dann die eigenen Energieströme freier werden, wenn der andere was mit einem zu tun hat. Sollte ja nichts mit dir zu tun haben, ja, dann muss es dich auch gar nicht mehr interessieren. Wir haben leider ein paar zu viele, viel zu viele, die sich so zu sehr darin sonnen, allen Friede und Glück zu wünschen. Ach, ich wünsche euch allen so viel Liebe und so viel Glück. Habt ihr sie noch alle? Zunächst einmal geht es darum, es geht hier um bedingungslose Liebe. Gut. Aber zunächst einmal ist diese Liebe bedingungslos zu dir selbst. Aber wo deine bedingungslose Liebe zu dir selbst ist, ist auch die bedingungslose Heilung, die bedingungslose Reinigung. Das heißt, bevor ich hier anfange, alle Menschen Liebe und Glück für alle Zeiten zu wünschen, was worin ich mich natürlich wunderbar gefalle, fange erstmal an, mir klarzumachen, dass es erstmal eine Kraft gibt in mir, die mich wirklich bedingungslos liebt, was aber mit einer bedingungslosen Heilung und einer bedingungslosen Läuterung und einer bedingungslosen Reinigung sowas von einhergeht. Und das kann passieren, dass die da etwas, die das Tempo anzieht. Und also was ihr wollt, weiß ich nicht, aber ich will eine bedingungslose, lückenlose Reinigung. Und zwar von allem, was mein Energiestrom jemals verdunkelt hat. Was mein Licht verdorben hat, was mein Licht verdunkelt hat und so weiter. Dafür liebe ich mich nämlich viel zu sehr und ich liebe mich bedingungslos. Wenn du nun auf die Idee kommst, dass du alle anderen ja so unbedingt liebst, weil es steht ja geschrieben, dass wir uns alle lieben müssen. Okay, gut. Wenn du sie also alle so wahnsinnig liebst, dann musst du daran denken, dass du alle anderen nur dann liebst, wenn du sie auch reinigen kannst. Und zwar alle. Du liebst sie alle so, dann reinige sie. Ich nehme stark an, dass dir jetzt schon einfällt und dass dir jetzt auch irgendwie dämmert, dass alle anderen es vielleicht gar nicht wollen. Vielleicht möchten sie gar nicht von dir gereinigt werden. Jetzt haben wir es mit der deutschen Sprache, nicht? Wenn ich von etwas gereinigt werde, ist das andere weg. Also es ist ein bisschen komisch, diese Idee. Ich kann alle anderen nicht sauber putzen. Das werden die sich verbitten. Es sei denn, sie sind kleine Kinder und dann werden sie in die Badewanne geschickt und dann gewaschen. Aber es ist eine andere Sache. Mit anderen Worten, ich kann mich selbst nur reinigen von all diesem ganzen Dreck. Aber ich kann nicht bei den anderen damit anfangen. Aber ich kann, das ist richtig, ich kann eine Inspiration für jemanden sein, der das denn wünscht. Und warum sollte man sich meinen Kanal angucken, wenn man das nicht hören will? Also dann schaltet man ihn eben ab, ja, und so was, wo ist da der Ärger? Es gibt keinen Grund, mich zu beschimpfen, es gibt keinen Grund, sich über mich aufzuregen. Wenn die das, was ich sage, denen nicht passt, ja, dann schaltet ab. Kein Thema. Aber der Reinigungs- und der Heilungsweg, der wird überall der gleiche sein. Es wird überall das gleiche sein. Ob du Muslim bist oder ein Christ bist oder ein Buddhist bist oder was auch immer, der Weg zur Heilung wird immer sein, gereinigt zu werden von dem ganzen Mist, von dem ganzen Ärger, von dem ganzen Hass, von der ganzen Bösartigkeit, von der Lüge, von der Selbstherrlichkeit, von dem Egoismus, der ins Gegenteil und nämlich in eine Manie umschlägt. Ich habe nichts gegen Egoismus, wenn der Egoismus heißt, ich liebe mich so sehr, dass ich mich reinige und reinige und reinige. Das ist eine tolle Sache. Wenn Egoismus heißt, ich lasse es mir auf Kosten anderer gut gehen, dann wird's ein Katastrophen, dann wird's blöd. Denn dann ist meine eigene Energieströmung ja auch wieder verdorben. Will ja nun kein Mensch. Ich jedenfalls nicht. Und so kann man das Leben angehen und dann reinigt man sich wirklich von allem Mist.
Eine Achtung. Wenn wir das verstanden haben. Das bedeutet nämlich nicht, dass wir damit aufhören, miteinander zu reden, aber wir hören auf, allen anderen zu beschreiben, was sie bitte sein sollen oder was sie bitte machen sollen. Was ich sage, reinige dich von allem ganzen Mist, ja, das leuchtet ein. Und dass es unisono so ist und dass es überall so ist, das leuchtet auch ein. Denn bitte, was sollte das göttlichste Licht mit lauter Schmutz? Das ist ja nun albern. Da kommt dann irgendwann der Sonnenwind. Das wissen wir. Aus der Physik wissen wir das. Aus der Astrophysik. Wir wissen, dass der Sonnenwind, wenn er mal richtiger Sonnenwind ist, dann fegt er was durch unser Planetensystem und räumt erstmal den ganzen Schmutz da erstmal weg. Das wissen wir doch. Was ist das jetzt für uns? Dass, wenn wir denken und in einer hochkarätigen Form denken, unsere Gedanken in unserem Leben, in unserem Dasein, in unseren Energieströmen fungieren wie ein Sonnenwind. Also fegt da ganzen Belastungen weg. Aber dazu müssen wir auch eines schaffen. Wir dürfen die Resonanz für den ganzen Mist nicht mehr haben, denn sonst klammern wir daran fest. Glücklich ist, wer das begreift. Aber er hat eine etwas anstrengende Zeit vor sich, zumindest weiß er, warum es in einem so klingelt. Und er weiß, warum es manchmal so Schwankungen gibt. Er weiß, woher der Drehschwindel kommt und sowas alles. Es muss sich doch alles neu umstrukturieren. Und wir wissen noch ganz genau, wenn etwas aufgebaut wird und wenn etwas zusammenbricht und dann wieder aufgebaut wird, das sind alles Ereignisse, wie man etwas wieder in Ordnung bringt. Der Frühjahrsputz ist ein glänzendes Beispiel. Die Wohnung sieht nie unaufgeräumter aus, wie wenn man anfängt, das alles mal so sauber zu machen. Das ist ein Chaos in der Wohnung. Das hat sie gewaschen. Das Badewasser ist nicht schmutziger, wenn man da völlig schmutzig reinkommt und sich dann erstmal abgewaschen hat. Das Wasser ist total schmutzig, klar. Hat sie ja, wenn man da gerade im Dreck gespielt hat oder sonstiges. Und dann ab in eine Badewanne. Aus dem schönen klaren Wasser, so schwupp, wupp, ist völlig, ja, wie das eben so ist, wenn man im Dreck gelegen hat, im Dreck gespult hat oder was weiß ich was. Also wissen wir, dass eine Reinigung so vonstatten geht. Langsam oder schnell? Das ist dann die Frage. Gemächlich oder kann das ruhig mal jetzt kommen? Jetzt mal, dann ist es ein Aufwaschen, ist alles aber mal weg. Je nachdem, wie du so drauf bist. Ich danke fürs Zuhören. Alles Gute euch und kommt gut hin und denkt daran, wer immer eine hohe Schwingung haben will, kriegt sie. Und wenn er sie immer höher und höher und höher haben will, dann wird sie immer höher und höher und höher. Mit all dem Gerüttel, was dazugehört, aber wir werden es überleben. Alles Gute.